Otto Fricke hat jetzt das Wort für die FDP-Fraktion. Geschätzte Frau Vizepräsidentin, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, die letzte Rede hat es doch deutlich gemacht, worum es eigentlich hier geht. Ausgeben, ausgeben, ausgeben. Mehr, mehr, mehr. Habe ich an einer Stelle, ich darf mal daran erinnern, ja, darum geht es. Es ist, und da haben die Grünen das ja nicht ungeschickt gemacht, Herr Kollege Kindler, einfach mal zuhören. Es ist doch jetzt so, dass dieser Vorschlag von Ihnen an den Haushaltsausschuss überwiesen wird. Das ist der Ausschuss, der sich darum kümmern soll, dass nicht mehr Geld ausgegeben wird, als eingenommen wird. Was hören wir aber in Ihren Reden? Wir hören nur mehr ausgeben, mehr ausgeben, mehr ausgeben. Und der Bürger hört, Mensch, die haben gute Ideen von der Opposition, die wollen da Geld schön ausgeben für bestimmte Dinge. Sie müssen sich darüber klar sein. Alles das, was ein Politiker ausgeben will, müssen Sie ihm vorher über Steuern oder Abgaben oder über erhöhte Preise, erhöhte Strompreise und alles anderes bezahlen. Und dieses Geheimnis versucht die Opposition hier immer wieder zu verheimlichen und zu sagen, wir tun Gutes und kommen nachher zu Ihnen und sagen, aber bitte bezahlt es. Herr Kollege Fricke, die Frau Bulling-Schröter würde Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen. Aber gerne. Ja, danke schön, Herr Fricke. Sie sprechen davon, dass immer mehr ausgegeben werden soll. Aber was halten Sie denn für den Vorschlag? Sie wollen das, nicht ich. Ich frage Sie jetzt, was halten Sie von dem Vorschlag, mehr Geld einzunehmen? Und wir haben ja das Problem, dass die Zertifikate sehr billig sind zurzeit. Jetzt gäbe es ja Maßnahmen, die vor allem wir im Umweltausschuss intensiv diskutieren, und ich gehe davon aus, dass Sie sich natürlich damit befasst haben, die Zertifikate auf europäischer Ebene zu minimieren. Ja, nur da geht es ja nur noch ab 2013. Und um dann eben die Zertifikate wieder teurer zu machen. Das hätte eine ganze Reihe von positiven Aspekten, auch die, dass die Unternehmen mehr investieren würden. Das besagen eine ganze Reihe von Studien. Meine Frage, sind Sie bzw. die Bundesregierung denn bereit, hier in dieser Frage tätig zu werden? Also, geschätzte Frau Kollegin, was die Bundesregierung angeht, hat, glaube ich, die fulminante Rede des Kollegen Kampetes, der das jetzt inzwischen als Abgeordneter beobachtet, eine Antwort gegeben. Ich möchte als Abgeordneter Ihnen sagen, erstens, ich stimme Ihnen zu, die Frage des Caps muss ich immer wieder neu beobachten und anschauen. Ich kann das aber nur noch auf europäischer Ebene machen, das wissen Sie auch, weil mit der 2013er-Periode das nicht mehr anders möglich sein wird. Und deswegen übrigens auch der von den Grünen gewünschte Antrag auf Vorziehung nach 2012 nicht möglich ist, weil wir das auf europäischer Ebene gar nicht hinkriegen wollen. Was dann die Frage angeht, wo jeweils der richtige Cap ist, werden wir immer bei solchen marktwirtschaftlichen Elementen genau gucken müssen, wie wir einen fairen Markt, ein Level Playing Field herstellen. An der Stelle kann ich Ihnen zustimmen. Nur an einer Stelle muss ich Ihnen, Frau Kollegin, ausdrücklich widersprechen. Wenn Sie wünschen, dass mehr Geld eingenommen wird, sage ich Ihnen als Haushälter, ist nicht der Sinn, mehr Geld einzunehmen, um es dann an der anderen Stelle möglichst schnell wieder auszugeben. Sondern der Sinn des Gesetzes, und das wäre vielleicht mal ganz wichtig, und da hätte ich mir gewünscht, dass das noch mal in Erinnerung kommt, auch für die Bürger, die jetzt zuhören, der Sinn des Gesetzes und der Sinn des Handels ist doch, CO2 zu reduzieren und ist nicht mehr Geld einzunehmen oder mehr Geld auszugeben. Und deswegen wird doch die Frage für uns alle von Bedeutung sein, Frau Kollegin. Darf ich der Kollegin antworten, Herr Kollege Kass, oder darf ich das auch noch nicht einmal? Deswegen, Frau Kollegin, zum Schluss ist für mich die entscheidende Frage, wo wird sich CO2-Bilanz in den nächsten Jahren darstellen und insbesondere, wo wird sie sich im Jahr 2011, weil wir noch nicht alle Zahlen haben, darstellen? Und danach müssen wir die Frage messen, ob der EKF funktioniert, ob der CO2-Handel funktioniert. Das ist die Basis, nach der ich vorgehen würde. Herzlichen Dank für die Frage. Meine Damen und Herren, genau das ist das, was ich persönlich sagen muss, was mich an der ganzen Sache doch verärgert. Ziel war doch, von einer rot-grünen Regierung verhandelt, dass wir mit CO2-Zertifikaten arbeiten. Das waren doch, sind wir uns doch einig, war doch rot-grün. Oder, Herr Kindler? War doch so. Gut, also, und da war der Sinn, wir reduzieren die CO2-Emissionen, weil wir entweder sagen, das hat Auswirkungen aufs Klima, oder weil wir grundsätzlich sagen, wir wollen diese Verschmutzung nicht. So, und jetzt geht es darum, ja, gucken Sie, und jetzt kommt schon das. In dem Moment, wo die Ziele Stück für Stück erreicht werden, sagt man dann nicht, gut, ist in Ordnung, wir brauchen weniger Geld, wir müssen dem Bürger weniger wegnehmen, sondern in dem Moment sagen Sie,
dann müssen wir gucken, dass wir von Industrie und Wirtschaft noch mehr Geld kriegen. Dann müssen wir gucken, dass die Kraftwerke noch mehr Geld abgeben, dass Feuerungsstellen über 20 Megawatt, und um die geht es ja bisher, möglichst noch mehr für den Handel zahlen. Mit der Folge, dass der Bürger, der jetzt da oben wieder auf der Tribüne sitzt oder am Fernsehen gut sagt, am Ende ist er der, der es zahlt. Und dann kommt der nächste Punkt, und den will ich dann auch noch mal ansprechen. Herr Kollege Kaas, wenn Sie schon Angst davor hatten, vor mir zu reden und ans Ende der Rednerliste gegangen sind, dann hören Sie doch bis dahin zu, dann können Sie das alles noch mal erklären. Ich verspreche, ich werde Ihnen dann gerne zuhören, wie sich das unter Parlamentariern gehört. Meine Damen und Herren, was mich dann wundert, ist, dass jetzt gesagt wird, also das ist eine ganz große Katastrophe, dass an der Stelle die Zertifikate günstiger geworden sind und wir weniger Geld zum Verteilen haben. Also erstens hat Herr Trittin doch immer gesagt, das ist sowieso alles nicht so wichtig. Wichtig ist das EEG. Das war doch immer für die Grünen, das war doch wirklich so, dass mir eine Theke an der Wand, darum geht's. Und dann habe ich mir mal, ja, das machen wir kaputt. Ich darf mal kurz sagen, wissen Sie eigentlich, wie viel pro Sekunde fürs EEG gezahlt wird? 400 Euro pro Sekunde. Das heißt pro Minute 24.000 Euro fürs EEG. Das heißt während meiner Rede über 150.000 Euro. Und das sind zweistellige Milliardensummen, die auch wieder am Ende die Bürger und Verbraucher zahlen. Das ist doch der Kern der Dinge. Es geht doch um die Frage, ist das Ziel CO2-Reduktion oder ist das Ziel für Sie, mehr Geld von den Leuten zu holen, ihnen es aus der Tasche zu nehmen und für die Wünsche Ihrer Projekte irgendwo zu verteilen, um dann zu sagen, gucken wir, wie toll und gut wir sind. So, und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Nach Ansicht meiner Fraktion, und ich habe mit dem Kollegen Tonka eben noch mal darüber gesprochen, ist es doch so, wer ist denn derjenige, der Wesentliche, der bei der Frage CO2-Reduktion die Rolle spielt? Ist das der Staat? Bei einem Bruttoinlandsprodukt von über 2,2 Milliarden und einem Bundeshaushalt von 300 Milliarden, ist es dann der Staat, der die entscheidenden Dinge macht? Nein. Es ist der Bürger, es ist Industrie, es ist Wirtschaft, die mit ihren Investitionen das Entscheidende tun. Und wir haben immer noch das Verständnis, dass bei all dem, was wir an gegebenen Maßnahmen haben, wir dafür sorgen müssen, dass die richtigen Investitionen und die richtigen Entscheidungen vom Bürger kommen, von der Industrie kommen. Dass der Bürger, der sich heute überlegt, was kann ich eigentlich für Nachhaltigkeit und für CO2-Reduzierung tun, dass er das aus einer Überlegung tut, die ihm noch die Möglichkeit gibt und sagt, ich habe noch persönlich Geld, dass ich in ein neues Dach, in eine Solaranlage, in eine Wärmepumpe, in bessere Isolierung investieren kann. Ja, und Sie sagen dann, das soll er aber nur tun, wenn er dabei auch Subventionen kriegt. Und wir sagen, wir wünschen, dass er es erstmal aus eigener Bewegung tut. Und derjenige, der dazu einen Anreiz macht, das wollen wir gerne tun, aber immer im Rahmen der Reduktion. Und meine Damen und Herren, das ist wirklich der Kernunterschied zwischen Ihrer Politik und unserer. In unserer Idee steht, wenn das Ziel klar ist, erstmal die Frage, wie kann ich mit dem Bürger dahin gehen? Wie kann ich dem Bürger auf seinem Weg helfen? Sie sagen, ich gebe dem Bürger den Weg vor. Dieses werden wir mit der Koalition so nicht machen, sondern wir werden weiterhin versuchen, den Bürger, die Industrie und andere dazu zu motivieren, mit ihren Investitionen zu schauen, wie sie CO2-Reduktion hinkriegen, dadurch geringere Emissionen erreichen. Und wenn dadurch dann die Zertifikatwerte runtergehen, dann ist auch genau das erreicht, was wir alle wollen, nämlich weniger Emissionen, ein Schutz unserer Umwelt und gleichzeitig für Nachhaltigkeit etwas zu tun. Ich danke für die Aufmerksamkeit.